gehört, habe ich auch nicht gesehen. Oh, wir gehen direkt rein. Let's go. Ja. Okay. Ja, relativ neutrale Stage. Wir sehen direkt kein Approach von beiden, actually. Wir sind beide ein bisschen ruhig zu Anfang. Gehen jetzt in die ersten Trades rein. Ja, da auch ganz wichtig, dass er die Abwehr da schildert. Das hätte sehr viel Damage sein können. Ja. Interessante Option da, wahrscheinlich zum Anti-Air oder ein Simpot. Ja. Habt ihr hier auch ein gutes Tool für Ike? Doch weil, es wird sehr viele Aerial-Approaches geben von Ruben. Ja. Damit seinen schnellen Aerials näher und so, um halt Ikes zu unterbinden, überhaupt zu jumpen. Und Ikes beste Antwort ist auch natürlich der Uptilt. Oder, wenn man es hat, readet auch Up-B für mehr Damage. Ja. Aber es ist die bessere, schlechtere Situation natürlich nach einer Up-B. Da kann man nicht gut followen. Ja, Rufen verliert hier relativ viel HP, tradet jetzt aber ein bisschen was zurück. Ja, und man darf auch nicht vergessen, Ike ist ziemlich schwierig. Ja. Also das ist definitiv schon ein ganz angenehmer Lead für SDN hier. Ja. Okay. Oh, da ist die Dash Attack. Die ist gefährlich. Das ist SDN wichtig, bekannt. Hier early. Ersten Stock zu gewinnen quasi. Das stimmt. Jetzt muss Ruben approachen. Und mal sehen, er hat keinen Jump. Ah, er ist tot. Doch nicht, tatsächlich. Der kann nochmal recovern und wieder auf die Plattform kommen. Aber Ruben wartet da schon. Ja, mit der aggressiven Option, aber Ruben wieder mit der Landing Backer. Catch sofort das Movement. Okay, dann, da ist die Abi. Okay. Ike hier lange am Überleben. Er müsste jetzt auch aus Jetpack-Fenstern raus sein. Ja. Aber ein FC aus dem ersten Feld, dann ist er nicht mehr raus. Das war's. Dem ist Stock. Hier der Ausgleich in Stocks. Ja, also direkt gesehen, wieder interessanter Approach. Direkt Empty Jump auf die Plattform und versucht Turnaround Grab zu machen. Ja. Aber Ruben hat nicht vor, da zu bleiben. Und jetzt wieder das Warte-Game. Wer approached? Dash Attack. Fehlt diesmal. Ja, das ist das Problem an der Armtilt. Wenn es den Schild tritt, ist es nicht safe. Ja, Ruben verliert hier relativ viel Prozente, muss man sagen. Ja, oh, das wird gepunished, ja. Ja. Ruben ist hier schon. Das ist nichts, was ein Crumb nicht wieder wegmachen kann. Ja. Kurze Kombos. Und ist sehr explosiv. Edge Guards sind auf beiden Seiten durchaus möglich. Durch den Konter und die Abis, die beide Charaktere hier haben. Oh, da ist es, das war's. Er hat den Jump erwischt. Ja. Das war schönes Punishment. Das ist genau das, was ich meine. Es ist super explosiv. Ja. Er muss super vorsichtig mit seinem Jump sein. Auch wenn er da nicht jumpt, ist er immer noch eine sehr schlimme Situation, wenn er da getroffen wird. Dann halt recovern wir uns. Aber die Back. Er klärt den Stock auf und dann haben wir halt wieder ausgeglichene Situation. Komplett even. Die Begegnung hier. Ja. Bis jetzt. Das war wieder sehr gut von Estern, dass er da knapp außerhalb der Reichweite der Abwehr ist. Wenn du von einer Abwehr getroffen wirst, wirst du meistens auch von einer weiteren getroffen. Das ist immer sehr viel Damage. Ja, die wieder Bread-and-Butter-Kombos von Ruben hier. Einmal über die Stage. Oh! Das ist eine sehr tödliche Kombo. Ja. Wir sind beide ganz nah an der Kante. Ja, oh. Gut gelöst. Natürlich ein bisschen risikoreich, aber das wirst du in dieser Situation immer haben. Ja. Oah! Das sind Optionen, ne? Das ist wild. Die sind beide, geben sich hier gar nichts, spielen sehr, sehr offensiv. Oh, oh. Das ist nicht gut. Ist der ein Double Read? Oh. Der war im Kopf. Oh, oh. Das war ein wichtiger Hit. Ja. Auch davor, den Double Air Dodge Read. Ja. Oh. Oh, das war's. Das war's. Das war's tatsächlich. Das ist ein Ja, das ist. Ah, das Matchup ist so explosiv. Auf Onstage natürlich. Chrome hat sehr viele Optionen, Burst-Optionen, aber Ike hat auch die Option dagegen zu halten und es ist ja nicht so, als wäre Ikes Damage Output niedrig. Nein, oder es wäre seine Killpower niedrig. Aber wo das Matchup halt richtig in. Wo es wirklich um auf so explosiv wird, ist in dieser Kante. Wenn einer von den beiden Offstage wird, ist es so gefährlich, wenn Ike sein Double Jump verliert, wenn Chrome sein Double Jump verliert. Eigentlich immer, wenn Chrome abbiegen muss, sollte er tot sein. Genauso wie Ike. Wenn Ike abbiegen muss, sollte er tot sein, weil beide Charaktere über den Konter verfügen. Und das werden wir wahrscheinlich noch ein paar Mal sehen in diesem Set. Beide Charaktere. Definitiv ausnutzbare Recoveries, zumindest in einigen Aspekten. Okay, ja. Der ruhige Pressuring. Immer schön Landing Aerials, dass da keine Öffnung ist für Ruben. Um dadurch die Plattform zu kommen und zu punishen. Ja.
ordinär. Die Nair von Chrom ist tatsächlich nicht safe, wenn man sie einfach sofort macht. Man muss sie ein bisschen verspätet machen. Ich weiß nicht, ob das hier passiert ist. Warum wird das definitiv wissen? Der Steck war auch schon wieder, ne? Ja. Das sieht auf jeden Fall sehr schwierig jetzt aus für Ruben. Er darf jetzt nicht... Ja, oh, na, er sollte nicht gehen. Er würde hier wahrscheinlich gleich verlieren. Ah, die nächste Dash Attack geregelt. Ja, das ist der erste. Und das ist jetzt eine sehr schlechte Situation für Ruben. Ja. Das Game zurückzubringen wird schwierig, insbesondere weil er stands der defensiven Spielstil. Oh, hat ein Abi gemacht und hat überlebt. Kann gerade noch so recoveren wieder auf die Stage. Und da war auch wieder die Patience, hat einfach gewartet auf die Rolle. Ja. Da hat den Tag nicht ganz richtig gereadet oder Turn-On kam nicht raus. Geht für simple Down-Tilt davor der Kombos. Damage Offering erst im Stock-Lead. Sämtliche Prozente, die er kriegt, sind gut. Er kann einfach safe spielen. Ja. Und das war's. Ja, schön gespielt von Ruben, hat er genau gewusst, was das ist. Das ist wichtig, dass er jetzt wieder ein bisschen mehr rankommt an SDN. Ja, so ein Prozentlied ist definitiv auch vorbei, man sieht's. Ja. Ja, oh, oh, da wollte er ihn enden. Wollte er in die Downer-Kombo. Ja. Ah, näher weg, ja. Von SDN. Sind wieder an der Kante, jetzt wird wieder komplett übers Feld geschlagen. Er lässt sich jetzt nicht runterkommen. Ruben hat sich da angewöhnt, jedes Mal, wenn man das macht oder halt irgendwie die Abis unsafe macht, dass man da reinspringt und kontert. Und es gibt ja halt immer die Option, dass er nochmal Edge an kann. Okay. Hier, wenn das ist Glück von Ruben, der hat gerade rausgehalten, als er Downer getroffen hätte, sonst wäre das eine richtig schlechte Situation. Genau, am Upper-Fans haben verliert entweder sein Double Jump oder sein Leben. Ja, man muss auch sagen, wenn jetzt hier mit 144% schon sehr gut angeschlagen im zweiten Stock. Das stimmt. Aber solange er lebt, ist ihm das egal. Ja, richtig. Man muss auch sagen, jetzt ist Prime Percent irgendwie so, oh, jetzt vielleicht ein bisschen spät, aber irgendwie so. Nair 1 und der F-Smash an der Kante. Da geht aber auch Risiko hier. Schöner Parry. Oh. Und das ist wichtig. Der F-Smash, das ist jetzt eine sehr schlechte Situation. Okay, wie killt er jetzt diesen Chrom? Das ist jetzt die Frage. Ja. Also auf jeden Fall haut er da sehr viele Tilts raus. Und vor der fängt er den Jump ab. Sehr schön. Und das ist wieder komplett even im dritten Stock. Schon wieder näher Full Hop auf die Plattform, dass er die Combo erweitern kann. Ja, versucht er preemptive Rufen aus der Erde zu fischen, falls er da von der Plattform runterrennen möchte. Ja. Aber Rufen auch nicht unbedingt ungeduldig, zumindest nicht in der Situation. Doch weiß keiner, wie es angehen sollte, wollte ich gerade sagen. Und SDN teilt hier aber ganz gute Kombos aus. Aber Riven versucht auch mitzuhalten hier. Ja, aber direkt erstmal 40% durch eine schöne kurze Combo. Ja. Das ist alles andere als over das Game. Und wir haben immer diesen X-Faktor Recovery. Ja. Hat er sehr schön darauf reagiert, dass SDN da gejumpt ist. Genau, das ist es. Mal schön die Recovery fangen. Sehr viel Schild, sehr viel Movement einfach nur, um die Gegner zu irgendwas zu baiten. Ja, man ist sehr vorsichtig, weil man weiß, ein falscher Approach kann das Game hier entscheiden. Da war es auch schon wieder der Versuch, SDN hat versucht, glaube ich, dann Roll rein zu readen. Ja. Oder ich verschätze aber wahrscheinlich eher Roll rein. Oh, und da ist der Edgeguard. Schönes Ding von SDN. Ja. Auch Risiko eingegangen, wenn er das nicht durchkriegt, dann ist er in einer richtig schlimmen Position. Aber es hat funktioniert und damit holt er sich das zweite Game. Das war. Steht damit jetzt 1-1. Spannend, tatsächlich. Jetzt gehen wir ins dritte. Ja, meinst du, wir sehen dieselbe Stage nochmal? Weiß ich nicht. Glaube nicht. Aber irgendwas muss hier verändert werden. Und da haben wir es auch schon. Das ist die Plattform. Wir gehen auf Battlefield. Natürlich leicht enttäuschend, kein Megalovania ausgewählt. Immer ein Nachteil. So. Jetzt geht's darum, um die Führung zum Set. Ja, es ist sehr wichtig für dieses Best of 5, weil das Game entscheidet das Momentum vom Rest. Durchaus möglich. Ja, da die Side-B, ja. Ich mag diese Benutzung, wie SDN da diese Side-B benutzt ist. Schön aggressiv, aber auch nicht zu viel. Ja. Oh. Kein Tag von SDN, da hat nicht mit der Downer gerechnet. Aber da kommt der Air-Dodge durch, wird nicht in der Erweiterung gefangen. Auch sehr schön, da kein Fastfall. Das zum Beispiel, falls Ruben da versucht zu parryen, wäre sein Timing off. Ja. Leider nicht mehr ganz in den Combo-Prozenten. Da ist der Parry. Oh, der Heartbeat. Das ist wichtig. Oh. Das ist sehr, sehr wichtig jetzt hier. Dass man early in Führung geht.
Diese Legend-Situation ist sehr interessant. Was willst du da als Ike machen? Ja. Oder als Crom? Du hast halt immer bei Crom diese Option, dass er einfach Ledge Jump und Forwarder macht. Das ist ja super schnell. Ja. Auch ganz safe einfach übers Schild driften, gucken, was passiert und dann schön gespaced back her, einfach nur wieder zurück ins Neutral. Wir sind jetzt viele Full-Ops von SDN. Das stimmt. Aber er kennt sein Spacing. Man sieht, er springt zurück, ne? Dass da halt nicht einfach abgefangen werden kann. Ja. Das ist so ein defensives Playstyle. Oh. Und dann kommt die Dash Attack. Ne? Geht gerade vom defensiven Playstyle und dann kommt die Burst Dash Attack raus. Ja. Ne? So lange, bis man sie nicht mehr erwartet und dann. Ja, man hat nur 60% jetzt Unterschied quasi effektiv. Ja, wenn überhaupt. SDN will gerade ausgleichen 30. hier. Oh, der Spot Dodge. Leider und. Oh, das war close. Oh, das war gut von SDN. Ihm ist aufgefallen, dass Uven da die ganze Zeit für diesen Konter versucht und ist auf der Plattform gelandet. Oh. Hat er seinen Jump bekommen? Was war das? Ah, ich glaube. Hab ich gar nicht mitbekommen. Das ist schade. Oh, das ist jetzt ungünstig. Jetzt hat der SDN hier wirklich wieder den Vorteil. Aber Uven will sich hier bemühen, Stocks wieder auszugleichen. Ja. Eine Sequenz, Downtilt, Downtilt, Spot Dodge. Für die Reaktion auf den zweiten Downtilt. Aber ist dennoch dessen bewusst. Disengaged einfach die Situation. Ja. SDN ist auf 130%. Wie ruhig an dieser Recovery auch immer angeht, ne? SDN da. Ja. Er lädt die Zeitpeak gar nicht erst auf, sondern geht ganz ruhig nach unten, dass er immer die Option hat, auch einfach Double Jumps Air Dodge zu haben. Ah, das ist der Ike Vortex. Den Downtilt Air Dodge. 60. Ja. Kommt noch mal da dran, sehr gut. Wichtig, wichtig. Ja, und da ist das Ende. Ja, das ist der Down natürlich dafür in dem Prozent ideal. Ja. Tech-Situation, wenn man das nicht hochdialt oder guckt, man diese Situation vermeidet, insbesondere in der Kante, wo man nicht wegrollen kann. Ja. Da sieht man auch die Erfahrung, die er einfach mit diesem Charakter hat. Er weiß, dass er Double Jump vorher noch machen muss, weil er kriegt auch mal Landing ab, die kommen muss. Alles schön anzugucken. Close! Das war knapp. Frag mich, ob das ein One-Frame war oder ob es den Knopf gedrückt hat. Das ist der Footstool. Jetzt ist SDN in einer sehr gefährlichen Spot. An der Kante da. Oh, Footstool, um rauszukommen. Rufen weiß da, dass er da nicht mit einem Aerial angreifen kann. Dafür ist die näher zu safe, aber er dreht sich einfach rum und greift. Ja. Er wartet da den Schild. Oh, der Pivot F-Tilt. Das war wichtig. Der ist ganz knapp genug. Okay, damit das sichert sich Uven das dritte Game und geht damit wieder in Führung. Ja. Upp. Nee, wir leben in der falschen Welt. SDN hat sich den Sieg noch geholt. Intens. Das ist tatsächlich sehr intens, die Serie. Wie das angefangen hat, dass die beide so defensiv spielen, wird es dann doch wieder. Kann die Energie knistern fühlen dazwischen. Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr viel Momentum-Shift sozusagen. Also ja, definitiv. Also vom Tempo her der Begegnung einfach. Das unterscheidet sich immer extrem, finde ich. Die geben sich auf jeden Fall nichts da. Nee. Kein Zentimeter wird hergegeben. Nee. Das stimmt. Aber gleichzeitig auch nicht selbst versucht vorzustoßen, weil man weiß, dass der Gegner gute Option dagegen hat. Die SDN wieder sichert sich direkt Center Stage. Oh. Sehr gute Eröffnung hier. Edgeguard-Situation. Ist entschärft worden. Aber er kriegt ja super viele Prozente. Mm. Aber Prozente sind das eine. Muss das auch alles drin. Schöner Grab. Ja. Such dir die Offset, genau, das war's. Nein, das war's nicht. Hoch genug. Das war close. Tech-Chase-Situation und wieder mit dem Schiff. Oh. Das ist das zweite Mal, dass er da eine Tech-Option readet. Ja. Ganz gefährlich, Crom an der Kante da. Double Jump vor der Intro Upper. Davon will man nicht getroffen werden. Wir haben jetzt die umgedrehte Situation. Er löst einfach mit einem Air Dodge. Ike Jab wurde gebufft, killt nicht ganz. Aber der nächste würde definitiv killen. Oder das sollte auch killen. Oh, gutes DI von Ruben.
Nevermind. Ja. Die Erde Chakante ist erstaunlich schwierig zu kriegen. Ja. Covern. Oh, das ist nicht gut für SDN. Das sind die Kombos. Das will er eigentlich vermeiden bis zum nächsten Stock. Je mehr Damage Ruben rausgibt, bevor er seinen Stock verliert, desto besser. Ja. Aber SDN muss sich jetzt wahrscheinlich sehr vor die Kanten hüten. Ruben ist sehr bekannt dafür, dass er da gerne mal so Jab-F-Smash-Kombos macht, insbesondere wenn die Prozenten, wo das gerade noch true ist. Langsam sollte er mit Rage da raus sein. Aber das macht natürlich nicht besser. Oh, der Reed, der Spot-Dodge. Ja, er kriegt hier noch 70% und dann wird er aber auch Stock. Dann wird er auch gehen. Aber verliert jetzt ihn. Da ist es. Jab F-Smash. Wenn er es trifft, war es das. Aber zum Glück für SDN trifft das nicht. Eine späte Kante. Ich frage mich, ob da irgendein Move getroffen hätte von Ruben. Ja. Beide sehr geduldig, sehr ruhig teilweise. Muss er wahrscheinlich auch sein. Ja. Im unüberlegten Duell dürfte Ike eigentlich keine Chance haben mit seinen unterlegenen Frame-Data. Ja. Oh, Reed hat den Jump. Ike ohne Jump. Aber Ruben kriegt nicht ganz den Winkel. Er merkt, er ist ja ein bisschen unter Druck. Geht direkt wieder raus mit einer weiteren Rolle. Empty Hop. Ja, das geht hier richtig sehr viel. Gut. Sehr schön die Situation erkannt. Ike bei 170. Wenn er könnte es beenden, auf Berger auf jeden Fall. Ich bin jetzt wieder Ruben in einem guten Spot. Das ist wichtig. Das ist der Match-Stock. Match-Stock. Oh. Oh. Schönes Ding. Das war wichtig. Und jetzt noch möglichst viel Prozente wieder anrichten, bevor man seinen Stock verliert. Das stimmt. Oh, er hat den Jump bekommen. Aber davor auch. Hast du bemerkt, wie Ruben dafür eine Combo gehen wollte into Uppy? Ich frage mich, ob SDN das bewusst war und direkt von Anfang an raus die Alter, damit das nicht geht. Also wenn SDN das bewusst ist, dann ist das natürlich genial. Ich meine, SDN ist genial, also ist durchaus möglich. Oh, hat er den Air-Dot fair gesehen, aber leider ein bisschen zu früh. Und wieder den Das war's. Das war's. Ruben holt sich das mit 3 Esma-Streets. Ja. Das ist stark. Das ist einfach super, super stark. Habe ich nicht mit gerechnet. Starke Performance von beiden Leuten, aber Ruben nutzt sich das. Ja.